So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe euch ja am Dienstag gezeigt, wie ich mit meinen Lieblingsalkoholmarkern koloriere. Das waren ja die Spektrum Noir. Das Video verlinke ich euch in meiner Infobox oder hier oben im i, aber ich glaube, in der Infobox denke ich wohl eher mit dran. Und heute wollten wir ja dann nochmal kolorieren mit den Aquarellmarkern. Das ist ja eine Frage, die ihr schon ganz oft gestellt habt. Wie koloriere ich und womit? Und all sowas. Und die Resonanz zu dem Video am Dienstag war ja schon der Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es war total toll. Ich habe auch alle Kommentare beantwortet. Ich bin endlich wieder gerade vor. Es tut mir leid für die, die immer ein bisschen länger warten müssen. Ich bin da echt manchmal ein bisschen, ja, ich vergesse es leider ganz oft mal. Und ich habe euch hier jetzt meine Aquarell-Stempler-Drücke mal reingelegt. Da sind schon so ein paar kolorierte bei. Die meisten noch nicht. Ich hatte euch ja schon erzählt. Ich stempel mir immer ganz viele ab. Die schneide ich mir dann abends irgendwie gemütlich auf dem Sofa aus. Nebenbei gucke ich irgendwie einen Film, eine Serie oder höre einfach nur ein Hörbuch. Und immer wenn ich dann Lust habe, kann ich kolorieren. Ist eine ganz super Sache, wenn man nicht gerade wirklich weiß, was man groß basteln soll. Oder man braucht sie ja auch, um Karten zu gestalten. Und so hat man immer ein kleines Backup. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr abends mal nicht wisst, was ihr machen sollt, dann holt euch Stempel, Stempelkissen und stempelt los. Genau, wir starten auch erstmal mit dem Stempelkissen. Welche Stempelkissen nutze ich für meine Aquarell-Stempelabdrücke? Das ist das hier, das Stays On Jet Black. Das ist super schwarz, also richtig cool. Es ist nicht so leicht schwarz nur. Es ist richtig schön kräftig schwarz. Und das ist eben auch ein wasserfestes. Das kann man auch noch auf anderen Sachen stempeln. Auf Glas, Keramik, Metall, Plastik steht hier zumindest drauf. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich nutze es nur für meine Stempelabdrücke. Und genauso wie beim letzten Video habe ich hier schon mal eins vorbereitet. Und ihr seht ja auch wieder, ich habe ein bisschen mit der Farbe hier übergekleckert. Das macht mir aber persönlich immer nichts, weil ich sie ja direkt an der Kante ausschneide. Wo jetzt diese andere Flecke herkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es hier die ganze Zeit lag. Und das gleiche habe ich mir noch einmal abgestempelt, damit wir das wieder zusammen kolorieren können. Ich habe mir natürlich auch für meine Aquarellmarker eine Farbtabelle gemacht. Die muss ich aber nochmal lochen und dann auch mit in die Mappe machen. Ich habe die Karin Brush Marker Pro. Richtig cool, die große Box. Ich habe mir jetzt hier diese Farben mal rausgesucht. Ich kann euch die große mal zeigen. Das ganze Ding sieht so aus, ist total cool, weil man hat gleich eine Aufbewahrung. Sie stauben nicht ein, sie sind stehend gelagert, was man bei denen ja machen soll, weil da ja so eine, die Farbe ist sehr flüssig. Und es kann wohl passieren, wenn man die jetzt nicht richtig lagert oder über Kopf oder so, dass die Farbe rausläuft. Deswegen soll man die immer stehend lagern. Ich finde die total cool. Also ich habe damit meine liebsten Stifte gefunden und ja, nutze auch keine anderen mehr. Ich habe ja auch ganz viele Aquarellmarker ausprobiert, beziehungsweise Aquarellstifte, genauso wie bei den Alkoholmarkern. Man probiert sich immer so durch, bis man genau das gefunden hat, was einem am besten gefällt, was am besten funktioniert. Und ja, bei mir sind es eben jetzt die Brushmarker. Die sind ja eigentlich wohl zum Lettern, aber das kann ich gar nicht. Aber sie gehen eben auch super zum Stempelkolorieren. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Wassertankpinsel. Da habe ich jetzt hier so einen ganz einfachen. Das ist nichts Wildes, Besonderes, sondern wirklich was ganz Einfaches. So, und dann wollen wir anfangen. Der ein oder andere kann es wahrscheinlich direkt mit dem Stift auf dem Papier zu malen und das dann schön zu verblenden. Ich kann es nicht. Also gebe ich ganz klar zu, ich kann es nicht. Ich habe das schon ganz oft probiert, aber irgendwie habe ich da noch nicht so die richtige Technik rausgefunden. Deswegen mache ich das immer so, dass ich mir dann die Farbe rausnehme, die ich brauche. Und habe hier jetzt zum Beispiel auch wieder eine abwischbare Unterlage und male mit dem Stift auf diese abwischbare Unterlage. Ich weiß nicht warum, aber ich muss das so machen, weil sonst funktioniert das irgendwie nicht. Und ich drück mir daneben immer so einen Tropfen Wasser raus, weil mir sonst zu viel Wasser aus dem Stift manchmal kommt und dann ist von der Farbe nicht mehr viel über. Und jetzt nehme ich mir einfach hier die Farbe von der Matte auf und genauso wie bei den Alkoholmarkern überlege ich mir, von wo kommt die Sonne, wo ist es nachher schattig. Bei mir ist es jetzt wieder hier auf der rechten Seite. Da gehe ich jetzt einmal so entlang und nehme mir dann direkt Wasser im Anschluss und ziehe die Farbe einfach nach links rüber. So wird es automatisch, ihr seht es schon, heller. Es wird automatisch heller und ihr habt
direkt einen super Farbverlauf. Und hier ist es eben, wenn ihr sowieso direkt an der Kante ausschneidet, nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen über den Rand malt. Genau, wenn mir das noch nicht hell dunkel genug hier ist, dann gehe ich hier nochmal rüber, setze mir hier nochmal ein bisschen mehr Farbe hin. Das Schöne bei den Stiften ist, dass die super toll pigmentiert sind. Dadurch hat man wirklich ganz tolle Farbabgabe. So, und wenn ich mir denke, ja, das könnte so passen, dann lasse ich das Ganze trocknen. So, hier unten nochmal am Kopf ein bisschen entlang und lasse das Ganze jetzt trocknen und kümmere mich jetzt zum Beispiel um die Nase. Zwischendurch natürlich immer den Stift ein bisschen sauber machen. Da habe ich hier mal so ein ganz normales Tuch einfach liegen. Unten an meinem Bastelschreibtisch liegt auch ein Waschlappen. Den kann man nämlich super in die Waschmaschine schmeißen, wenn man ihn nicht mehr braucht. Ein bisschen müllsparender. Jetzt nehme ich mir die nächste Farbe, hier die Nase. Und auch hier natürlich ist der Schatten auf der rechten Seite. Weil es sieht immer ein bisschen merkwürdig aus, wenn man Linksschatten hat und Rechtsschatten hat. Ist ja so in der Natura auch, nicht? Deswegen orientiere ich mich da schon dran, dass ich das gleichseitig mache. Und dann haben wir noch die Stifte. Die Schuhe natürlich. Die sollen auch Farbe kriegen. Und da mache ich das von unten nach rechts rüber. Unten ist ja der Boden. Und nehme jetzt wieder einfach einen Tropfen Wasser und ziehe das Ganze rüber. Gefällt mir total gut. Ist natürlich von der Knalligkeit der Farbe her ganz anders als bei Alkoholmarkern. Ich finde, die Farben von Aquarell sind manchmal so pastellig. Die sind nicht so... Ja, die schreien nicht so. Alkoholmarker sind ja sehr deckend. Und hier ist es so ganz leicht und ich finde das total schön. Es ist einfach mal was ganz anderes als bei den Alkoholmarkern. So, und jetzt habe ich hier noch Grau. Genauso wie am Dienstag ist mein Bart nämlich schon ein bisschen älter und darf jetzt auch da schon mal ein bisschen gräulich werden. Da gehe ich einfach ganz locker, flockig aus dem Handgelenk über die Kanten des Bartes. Das gibt dem einfach noch mal ein bisschen mehr Struktur, also mehr Aha. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt, aber ihr wisst bestimmt alle, was ich meine. Sieht einfach, finde ich, ganz schön aus, wenn man den noch so ein bisschen mitkoloriert, dem so ein bisschen Farbe einhaucht. Und dann ist der Wichtel auch schon fertig. Lass das Ganze jetzt noch mal zu Ende trocknen und kümmere mich jetzt um die Blume. So, ich habe jetzt hier einmal ein bisschen sauber gemacht. Mache mir da wieder einen Tropfen Wasser hin. Der eine oder andere kann das bestimmt von euch, direkt aus dem Wassertankpinsel zu arbeiten. Ich weiß nicht warum, aber meiner, wenn man den drückt, dann bilden sich genau hier vorne zwischen Pinselhaar und Pinselkappe so dicke Tropfen, dass wenn ich aufs Papier gehen würde, das ganze Papier weg würde schwimmen. Und deswegen mache ich das gar nicht mehr. Ich mache das einfach über die Auflage. Das, ja, funktioniert bei mir einfach besser, weil ich das immer so schade finde, wenn ja, man die Arbeit sich damit kaputt macht. Und auch hier mache ich das so, dass bei mir das Blatt, was am nächsten am Stiel ist, das Teil, ist bei mir immer dunkel. Also umso weiter man zum Rand kommt, umso heller wird mein Blatt. Und was ich immer ganz gut finde, wenn man sich das so dreht, dass man die Farbe aus dem Farbfleck, den wir am Anfang gesetzt haben, einfach rausziehen. Also ich ziehe mir jetzt einfach die Farbe aus dem Mittelpunkt, wo ich angesetzt habe, ziehe ich mir die raus. Muss man natürlich ein bisschen das Papier zwischendurch drehen, aber ich finde das einfacher, als wenn man so über Eck arbeiten müsste oder sowas. Deswegen probiert das mal aus. Vielleicht ist das für euch ja auch eine ganz gute Sache. So, jetzt nochmal ein bisschen Grün hinterher. Und dann kommt auch schon das nächste Blatt. Einfach in die Mitte Farbe. Dann nehme ich mir hier so ein bisschen ganz Hauch von Wasser und ziehe mir die Farbe einfach zum Rand. So kriegt man eben super diesen Schatteneffekt hin, also vom Hellen zum Dunkeln, beziehungsweise vom Dunkel zu Hell. Dann kann man immer noch mal ein bisschen Farbe nachlegen, wenn einem das nicht
dunkel genug ist. Auch hier, wo es jetzt schon getrocknet ist, einfach nochmal drüber weggehen. Das verzeihen einem die Stifte wirklich. Und das Papier ist jetzt hier von, ich weiß nicht, Paint On. Ich setze euch das in die Infobox. Ich weiß nicht genau, ich kann mir die Marke immer nicht merken. Das hatte ich mir im Bastelbedarf gekauft. Ich habe auch das von Action, aber da habe ich manchmal das Problem, ich weiß nicht, ob das dann immer zwischendurch so ein Montagsblock ist, dass ich dann so ein Papierpilling habe, also dass sich die obere Papierschicht löst. Wie so beim, wenn man so ein Radiergummi auseinandergeknibbelt hat, damals in der Schule, wenn man Langeweile hat im Unterricht. So sieht das dann aus, hat man so ganz viele kleine Fusseln. Ist total ärgerlich. Und deswegen habe ich mir mal anderes geholt. Was auch sehr gut ist, ist das von Rossmann. Es ist auch nicht so ganz stark strukturiert wie das von Action. Das von Action hat eine ganz starke Struktur. Kann manchmal ganz schön sein, aber manchmal finde ich es auch sehr störend. Und das hier ist fast ganz glatt. Es hat eine ganz, ganz leichte Struktur nur. Und das mag ich ganz gerne. So, und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt brauchen natürlich unsere Blüte auch noch ein bisschen Farbe. Habe ich jetzt hier so ein richtig schönes, kräftiges Lila rausgesucht. Und wenn es klappt, zoome ich euch heute auch wieder rein. Es hat ja am Dienstag richtig gut geklappt. Gefiel mir richtig gut, dass ich euch so dicht ranholen konnte. So, und jetzt auch wieder einfach rauswischen. Und wenn ihr den Stempel eh ausschneidet, könnt ihr auch über den Rand hinweg. Das ist denn nicht schlimm. Das war nämlich auch eine Sache, die habe ich privat bekommen. Und ob das nicht so schlimm ist, wenn man über den Rand hinaus... Ich sage, nee, überhaupt nicht, gerade nicht, wenn du es eh ausschneidest. Das sieht nachher keiner mehr. Was ich immer ganz gerne mache, noch, wenn ich die Stempel fertig koloriert habe und sie bereit sind zum Aufkleben auf die Karte oder zum Dekorieren von irgendwelchen Boxen, dass ich dann mit dem schwarzen Stift einmal die Konturen nachfahre. Also ich fahre einmal hier so diesen Rand entlang und das sieht einfach schön aus. Solltet ihr mal probieren, das ist eine ganz coole Sache. So, jetzt haben wir nämlich auch gleich eine wunderschöne Blume. Wenn ihr sagt, euch ist das hier noch zu dunkel schon am Rand, dann einfach Pinsel sauber machen und dann nehmt ihr nämlich wieder ein bisschen Farbe weg. Es kann natürlich immer sein, dass man zu viel Farbe gerade hier drauf gemalt hat und dann einfach über ein Papiertuch streichen, dann ist der Pinsel sauber und ihr könnt wieder neue Farbe rausziehen. Aquarell mache ich sehr gerne bei Blumen, weil ich finde, bei Blumen wirken dann nochmal anders, wenn sie mit Aquarell koloriert wurden. Also Blumen finde ich ganz toll. Das ist so eine meditative Arbeit. Es ist so entspannt. Ich finde Kolorieren sehr entspannend. So wie Häkeln. Ich häkel ja auch zwischendurch und das ist so, ja, Kopf aus und einfach die Hände machen lassen. So, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Blume koloriert mit einem wunderschönen Verlauf, wie ich finde. Das gibt dem Ganzen immer so ein bisschen Tiefe, finde ich, wenn Stempel oder egal was. Man kann ja auch mit dieser Technik dieses Malen nach Zahlen für Erwachsene oder es gibt ja auch dieses Ausmalen für Erwachsene in der gleichen und dann mit so großen Motiven. Mit der gleichen Technik könnte man das ja auch machen, denn das gibt dem Ganzen so ein bisschen Tiefe, wie ich finde, mehr Dimension, wenn es in verschiedenen Farbstärken ausgemalt wurde. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich lasse das dann natürlich noch ein bisschen trocknen und dann wird es heute Abend ausgeschnitten und ich habe wieder 2-4 Motive für neue Karten. Hier natürlich super noch für Weihnachten, nochmal schnell ein paar Weihnachtskarten. Ich bin nämlich noch nicht ganz fertig. Da fehlen mir noch so ein paar. Genau, kolorieren tue ich eben mit den Karin-Markern. Stempeln nehme ich das Stays On Jet Black. Und für die Farbliste habe ich mir eben auch so eine erstellt. Die kann ich euch auch zur Verfügung stellen. Da müsst ihr mir am besten einfach eine E-Mail schicken. Für die, die jetzt am Dienstag das Video gesehen haben und mir eine E-Mail geschickt haben, ich habe euch nicht vergessen. Ich muss mich nachher mal an den Laptop setzen und werde euch die Liste rüberschicken für die Spektrum Noirs. Ich verlinke euch alles, was ich euch verlinken kann, in der Infobox. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und auch hier bitte ich euch wieder, uns mal in die Kommentare zu schreiben, welche Stifte nutzt ihr zum Aquarell-Kolorieren von euren Stempelabdrücken oder was auch immer.
Könnt ihr mal reinschreiben, das interessiert bestimmt wieder viele. Das fand ich am Dienstag schon sehr schön. Genau, und jetzt kann ich nur noch sagen, ganz viel Spaß beim Stempelkolorieren. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, ihr Lieben.